sie in den Paradise Papers aufgetaucht ist, möchte ich ein sanftes Fotze in ihre Richtung sagen. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht sexistisch. Jetzt laufen wir. Ja, wir laufen. Oh, du läufst heiß und geil aus mir raus. Ja, also ich sitze eigentlich mehr auf der Couch mit einem warmen Kamillentee. Die Heizung ist angestellt, zum ersten Mal dieses Jahr, weil ich echt 4 Uhr ein bisschen krank bin. Es ist herrlich. Ja, aber Herr Lauterbach, hallo, schönen guten Tag. Das ist aber nett, dass ich hier Ihre Bekanntschaft machen darf. Auch schön, wie kommt das denn? Schön, Sie mal zu hören, Herr Kevin Wasser. Auf gut, der Freunde, verlorene Liebe. Ja, auch. Ja, ich hoffe, das funktioniert. Wir haben heute ein Special, wir haben nämlich die 222. Ausgabe. Es ist der absolute Wahnsinn. Wir wissen ja alle, dass 222 für künstliche Intelligenz steht und für veränderte Stimmen. Deswegen vor allem für die Hälfte von 444. Bundestrio, nicht mit mir, 444. Ja. Da ich gerade Kevin bin. Wenn du möchtest, also das dürfen wir. Ja, gerne. Ja. Ich bin der Gesundheitsminister, also, Karl Lauterbach, und ich bin gespannt, ob die Leute rauskriegen, trotzdem, wer ist und wer was spricht. Ja, na, jetzt haben wir es ja vielleicht vergaten, aber wir werden alle 6 Minuten switchen, denn das ist ein Special, ja. Tino hat heute noch ein bisschen Arbeit vor sich, aber dafür wird es umso geiler. Und ich freue mich, was da daraus entstehen wird. Das wird wahrscheinlich mein Podcast sein, den ich in kompletter Länge nochmal hören werde. Und ich hoffe, ihr habt genauso Freude dabei. Oder es fadet komplett, das kann natürlich auch sein. Ja, also ich war nicht ganz so begeistert von der Qualität, weil doch manchmal die KI-Stimme ein bisschen was verschluckt. Aber ich denke mal, das wird witzig werden. Und seht das Experiment, liebe Leute. Es ist mal was Lustiges, im Gegensatz zu unseren sonstigen Ausgaben von uns. Ja. Und wir gucken, was passiert. Ich weiß, was passiert, und zwar kommt jetzt ein toller Spruch, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Euer Kevin Russell grüßt euch hier an dieser Stelle. Ich bin hier zusammen mit meinem besten Freund und Kupferstecher. Carly Lauterbach hier. Und ich freue mich, dich zu hören, lieber Kevin Herren Russell. Das ist doch witzig. Also das Ding ist ja, wir wissen jetzt, oder wir meinen zu wissen, welche Stimmen wir als erstes haben. Es ist ja auch sehr entscheidend, den Sprachduktus irgendwie zu imitieren, damit es überträgt. Also, weißt du, damit das so wirklich rüberkommt. Wenn ich jetzt die ganze Zeit so rede, dann ist schon ziemlich klar, dass ich nicht irgendwie Kevin Lauterbach, weil ich jetzt so sage, dass ich nicht Kevin Lauterbach bin. Aber wenn man jetzt zum Beispiel so ein bisschen so ruhiger redet, dann kommt das vielleicht schon authentisch. Ja, also es kann auch sein, also dass der Kevin Wassel also von der KI-Stimme also auch eher die Gesangsstimme hat und nicht die Sprechstimme, also, ne? Kann auch sein. Das wäre großartig. Also, schön, dass ihr euch hier versammelt habt. Ich hoffe, das geht heute mit Discord, weil wir werden uns wieder ins Wort fallen. Das lässt sich da wenig vermindern, Alter. Ich bin gerade erst aufgewacht. Vermeiden. Aber ich freue mich dennoch. Wir haben hier wieder einen prall gefüllten Sack voller großartiger Themen. Ich trinke auf gute Freunde. Wer jetzt weniger Freunde hat, das sind die Freunde eines Taylor Swift-Fans. Hast du mitbekommen, dass beim Swiftie-Konzert in Rio de Janeiro ein Fan gestorben ist? Aber das war diese Woche, ich dachte, das ist schon wieder ein bisschen her. Ich habe es die Woche gelesen, könnte auch vielleicht gerade ins Wochenende gefallen sein, als wir aufgenommen haben. Jedenfalls. Ja, das passiert nur in den schlechtesten Bands, ja. Die Toten Hosen zum Beispiel. Stimmt. Ja. Die haben das auch so gehabt damals und wir hatten dieses Problem nie. Nee, bei uns ist keiner tot umgefallen beim Podcast hören. Also ja, als wird ein bisschen Onkels. Ich bin noch nicht drin, aber es kann sein, dass durch meine Gesundheitspolitik doch der eine oder andere draufgehen musste. Ein bisschen Schwund ist immer. Ja, das ist ja auch ganz einfach natürliche Auslese. Fast. Es war halt auch bei Taylor Swift, und zwar ist es so, dass der Fan aufgrund der riesigen Hitze, es waren wohl über 40 Grad, also weit über 40 Grad Celsius, ist ein Fan kollabiert und verstarb noch dann in der Klinik, und es sollen noch weitere hunderte Leute umgefallen sein während des Konzerts.
Und aber ist das nicht auch so ein bisschen ein Gütesiegel für ein Event? Das ist, also weißt du, man will ja immer so sagen, Alter, ich war auf der krassesten Party aller Zeiten, ne? Und wenn das eine war, wo es so krass war, dass jemand gestorben ist, das ist doch schon auch irgendwie ein Gütesiegel. Das kann ich also meiner Position also jetzt so nicht bestätigen. Also ich muss schon den Leuten sagen, trinkt bitte ausreichend Wasser. Denn das ist wohl nicht passiert bei dem Konzert, denn wo sich viele Fans beschwert haben, dass die Hitze so groß war, durften sie keine Wasserflaschen mitnehmen. Also mussten quasi trotzdem die Getränke wohl fortkaufen und die sind halt maßlos teuer, wie wir das kennen aus Konzerten. Und so kam es wohl zu massenhaften Dehydrierungen und einem toten Fan. Ja, sehr schade, aber mehr weiß ich dazu leider auch nicht. Ich bin mir sicher, die Swifties haben sich schützend vor sie gestellt. Wer sich nicht schützend vor sein Idol stellt, sind die Fans von Snoop Doggy Dogg. Denn wie letzte Woche schon vermutet wurde, war das ein kleines, ja, ein, ich will gar nicht sagen eine Trollerei, das war einfach eine eiskalte, kalkulierte Promoaktion. Ein Werbegag und das halt auf Kosten der sehr empfindlichen Kiffer, ja, weil, ne, wenn da jemand aufhört, der ein großes Kiff-Idol ist, da zerbröselt natürlich die ganze Welt. Und jetzt sieht man hier Videos von ihm, von gestern ist das, Happy Thanksgiving, wie er sich einen wegsmoked. Und es war wirklich alles einfach nur eine Promo-Aktion für so einen Ofen oder was das ist, der nicht raucht. Ja, genau. Ein Ofen, der nicht raucht, Alter. Feuerstellen im Auftrag von Solos Duva, das ist die Firma. In der Solos Duva. Und ja, also ich bin überrascht. Auch wir sind drauf reingefallen tatsächlich. Ich hätte auch gedacht, dass er aufgehört hat, aber offenbar war es nicht so. Moment, ich habe zumindest gesagt, dass ich vermute, dass vielleicht da, dass er eine neue Softdroge auf den Markt bringt, da irgendein Edible oder so. Also das war ja, zumindest, stimmt. Ja, ich wollte hier diesem, ich hasse das nämlich, ich will solchen komischen Sachen nicht auferlegen. Da mache ich direkt wieder einen Song, in dem ich sehr hasserfüllt singe. Kommt bald der Snoop Dogg Groß-Song von dir? Ja. Oder Kiffer Groß vielleicht. Verschüttete Kiffer, verlorene Johnnies. Ich erlasse gleich ein Gesetz und das doch wieder Cannabis illegalisieren. Nee, aber ich glaube, das ist halt echt auch teilweise ein bisschen krass für die Leute, die wirklich auch aufgehört haben, weil sie gesehen haben, oh, mein krasses Idol schafft den Absprung, dann mache ich es auch. Und für die muss es jetzt ultra hart sein, wenn die das sehen, okay, ja, das war nur um uns, ja, eigentlich um an uns Geld zu verdienen. Das ist irgendwie echt richtig. Also ich glaube, er hat schon einen nachhaltigen Image-Schaden dadurch. Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass man das ihm schon verzeihen würde. Ich meine, der ist ja eigentlich. Also ich kenne jetzt von Snoop Dogg jetzt keine schlechten Eigenschaften. Also ich weiß nicht, ob der irgendwie mal was Doofes gesagt haben soll. Der wirkt ja immer eher entspannt und so und kifft halt einfach gerne. Ich denke, das werden ihm die Fans verzeihen. Also ich auf jeden Fall. Echt nicht. Also wenn es so insgesamt ein Prank gewesen wäre, okay, witzig, ja, wäre ich dabei, aber da es halt irgendwie ein Product Placement im Endeffekt nur ist, bin ich raus. Arsch. Das ist nicht geil. Ich finde es kreativ. Aber du musst ja auch sagen, als Blutiger am Beikampf, ich kenne das ja nicht anders. Apropos, wir sind übrigens schon längst über die 6-Minuten-Grenze, also vermutlich sind wir längst andere Leute, aber egal. Ist ja leist, dabei ist. Apropos Product Placement, ich will ja schon mal ganz vorsichtig anteasen, dass von Dingo Pictures kommt bald eine Doku raus und bald heißt eigentlich wirklich in den nächsten Tagen. Von Tinko Pictures? Tinko Pictures, von, ja. Nee, aber Dingo Pictures kennst du ja, oder? Ja, das sind auch die hier mit Tippich fliegen, oder? Genau die, ja. Ja. Hatte ich als Kind auch, ehrlich gesagt. Hatte als Kind auch, ich glaube, Detektive spielen Fußball oder so, als VHS gehabt. Den habe ich im Stream geguckt, fand ich furchtbar. Also als Kind fand ich es so witzig und irgendwann das halt sehr einfach gemacht, aber sehr, sehr liebevoll. Ich habe das gerne gesehen als Kind. Aber hattest du nur das? Also ich werde, oh Gott, jetzt habe ich eine Nachricht gleichzeitig gelesen, die aufgeploppt ist und wollte was sagen. Das hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Ich bin halt gerade eine andere Persönlichkeit. Ihr hört es ja an meiner Stimme und ich bin sehr verwirrt. Ich weiß zwar nicht, wer ich bin, aber egal. Ich weiß es nicht. Also ich hatte ganz kurz, ja. Das ist jetzt ja mein Punkt wieder, bevor ich den vergesse. Ich hatte das normale Disney-Herkules und das Dingo-Pictures-Herkules. Ja. Und dann hatte ich noch Aladdin von Dingo-Pictures. Ja. Und
Ich habe als Kind schon gemerkt, wie viel beschissener das ist. Wissen wir jemanden zum Witz? Nee, Dingo. Also qualitativ ist natürlich witzig, aber schon schlecht. Das habe ich als Kind nicht so wahrgenommen. Für mich war es eher einfach ein anderes Angebot, einfach ein anderer, also nicht, ein anderes Stil so. Ich habe halt ganz viele Gesetten gehabt, so von Ben in den Blümchen ganz viel, Disney und ein uralte Märchen und eben auch dieses komische, diese Tiere spielen Fußball. Und ich habe es gar nicht so bewertet, ehrlich gesagt. Na gut. Du bist halt so ein ganz blauäugiger Filmeschauer. Ganz im Gegensatz zu mir, denn ich möchte an dieser Stelle mal kurz sagen, dass ich mir einen Letterboxd-Account gemacht habe. Letterboxd. Was ist das? Und da kann man Filme kategorisieren, die man geschaut hat, die man noch schauen möchte. Man kann die alle bewerten, von einem halben bis zu 5 Sternen. Und das hat die letzten 3 Tage sehr viel Spaß gemacht. Ich habe über 700 Filme da jetzt schon eingetragen. Und ach so, dabei. Das kenne ich von Büchern tatsächlich. Ich habe eine gute Freundin, die hat so eine Plattform nur für Bücher, dass man so Rezensionen schreiben kann und auch Bücher irgendwie speichern kann, die man noch lesen möchte und so. Das gibt's also auch für Filme. Ja, das ist cool. Ich kann das dann auch alles. Also da hast du eine Watchlist mit Filmen, die du gucken möchtest und hast aber auch eine Liste von Sachen, die du geguckt hast und die kannst du dann sortieren, wie viele Sterne habe ich gegeben und so. Ich habe zum Beispiel bis jetzt nur 2 Filmen, nur einen Stern gegeben und das ist The Haunting, das ist so ein übelst beschissener Geisterfilm in so einem Schloss und Harte Jungs. Kennst du den? Oh, ich glaube schon, Film. Warte mal, Harte Jungs. Da spricht jemand mit seinem Penis. Moment. Ach der, ich hab ihn nicht gesehen, glaube ich. Tobias Schenke, Axel Stein, Knallharte Jungs ist die Fortsetzung. Dem habe ich, glaube ich, sogar 2,5 Sterne gegeben. Der Diana Amft und Rebecca Mosselmann. Also, da habe ich noch, habe ich schon mal mitbekommen, dass es den Film gibt, aber ich weiß nicht, worum es da geht. Ja, wie gesagt, es ist halt so ein richtig beschissen, auch super schlecht gealterter Film mit, weil da wirst du dich richtig aufregen, mit ganz schlechten Geschlechterbildern und so und haha, Frauen einfach so angehen, das ist witzig und so. Aber also der zweite Teil ist meiner Meinung nach besser und ist halt in meiner Kindheit ein bisschen wichtig. Ich seid der erste, der seid einfach nur scheiße. Bei meiner Google-Recherche gerade sehe ich, es gibt bei Netflix ab diesem Jahr einen Film, der heißt Hammer Harte Jungs, wo auch ein Typ irgendwie auf seine Nervose runterguckt. Ja, das wird ein Reboot sein, vermutlich. Ja, oder ein Spin-off oder so, ja. Ja, dann möchte ich zumindest doch loben, und zwar die 6 Filme, die ich mit Maximalpunktzahl bewertet habe, 6 Filme mit 5 Sternen. 7 von David Fincher, The Matrix, Fight Club, Lost in Translation, Kill Bill und 500 Days of Summer, wahrscheinlich mein Lieblingsfilm. Ich hab's nicht gesehen. Schlecht. Aber sind, glaube ich, naja, Fight Club sollte man wahrscheinlich wirklich mal gesehen haben, könnte auch was für dich sein. Aber sonst, na wohl, 500 Days of Summer, der würde dir auch auf jeden Fall gefallen. Vielleicht nicht 5 von 5, aber... Also Fight Club ist auf jeden Fall von der Watchlist, weil das Känguru-Chroniken davon spricht öfter mal. Aha, ja, dann mach das mal. Und 500 Days of Summer ist halt von diesem Film einer, der nichts mit... Abschlachten zu tun, sag ich mal. Ja, so tolle Filme. Wir hatten es ja doch schon mal gehabt. Und das war irgendwie so. War das Musik? Nur da haben wir auch Filme bewertet, so Top-Listen von Sachen. Ich glaube, das war insgesamt dort. Ich weiß es nicht. Wir haben schon so viel gemacht hier. Ja, das stimmt, in all den Jahren. Also, ich glaube, meine Top 3 Filme sind, glaube ich, so School of Rock, The Dark Knight und Training Day vielleicht. Weiß ich nicht. Oh, Training Day. Guck mal an. Also der war mal mein Lieblingsfilm, aber ewig, ich habe auch lange nicht mehr gesehen, vielleicht mag ich den gar nicht mehr inzwischen, keine Ahnung. Ja, beim Mögen kann man streiten, aber gut ist der in jedem Fall. Ja. Ist schon Banger. Den habe ich auch mindestens mit 4 bewertet. Wie dem auch sei, ich wollte es gar nicht so lang machen, ich wollte es nur mal kurz erzählen. Ja, wen das interessiert, kann natürlich auch reinschauen, aber ich mache das in erster Linie auf jeden Fall für mich. Also erwartet da jetzt nichts. Steht auch was zum Thema Serienmörder? Und zwar, es gibt ja American Horror Story, ne? Ja. Und es gibt American Horror Stories. Okay. Das ist, wie gesagt, das wäre irgendwie ein Abklatsch oder so. Aber es ist von den gleichen Machern. Nur, dass es halt, dass die Geschichten einer Folge auserzählt sind.
Das heißt, es sind halt einfach nur einfolgige meistens Geschichten, aber oft mit ähnlichen Schauspielenden und so weiter. Und das kann ich sehr empfehlen. Das ist bei Disney Plus, glaube ich, gerade zu finden, als American Horror Stories. Haben wir jetzt, glaube ich, vier Folgen gesehen, die alle richtig geil sind. Okay. Kann ich empfehlen. Das kann ich empfehlen, das habe ich zuletzt richtig Geiles geguckt. Ich würde sagen, Prisoners ist ein Film, den ich noch nicht gesehen hatte und der ein ziemlicher Banger ist. Nice. Gut, dann kommen wir doch mal zu den richtigen Themen, weil Dublin brennt, Dino. Hallo? Echt? Hast du es mitbekommen? Guck ich mal ganz kurz, Dublin. Da gab es Ausschreitungen, weil ein Mann mit einem Messer Kinder angegriffen hat und jetzt brennt die ganze Stadt. Ah, irische Polizei nimmt 34 Personen fest. Die irische Polizei spricht nach Krawallen von schlimmster Gewalt seit Jahrzehnten. Ja, und ich habe mich da jetzt nicht so 100% reingelesen, so wie ich es verfolgt hatte, war das, glaube ich, also der angegriffen hatte, war jemand mit Migrationshintergrund, der aber irgendwie seit 20 Jahren da lebt. Oh fuck, ich sage jetzt bestimmt wieder falsche Sachen. Oh. Guckt selber nach. Aber das Dumme daran war, dass der gestoppt wurde von einem Migrationshintergründigen, der irgendwie erst 2 Jahre in Dublin wohnt. Das heißt, neu ist immer besser. Ja, also die neuen Flüchtlinge sind besser als die alten. Nein, also irgendwie war das dann so ein bisschen dumm, weil diese Krawalle scheinbar auch schon von Rechtsextremen ausgehen. Aber der eigentliche Held ist sozusagen ein Anti, wie sagt man, eine Anti-Kartoffel würde man in Deutschland sagen und in Dublin dann ein Anti-Kleeblatt. Wahrscheinlich. Das gab es schon mal, als in Wien, glaube ich, gab es auch einen Terroranschlag, wo auch dann eine Muslime den aufgehalten hat, den Attentäter. Das ist gar nicht ungewöhnlich. Aber es ist dann egal. Also die Rechten machen Vorzustimmungen dann gegen den Bösewicht, der aus dem Ausland kommt. Lass es uns nicht zu sehr vertiefen für den Fall, dass ich das falsch gemerkt habe. Ich weiß, ich habe davon nichts mitbekommen, hätte ich gesagt. Ich kann dir mal auf Telegram ein Bild schicken. Das Bild fand ich halt mega geil. Deswegen habe ich das eigentlich für drei genommen. Das ist halt so ein Bild, wo ein Typ, ich glaube, ein Foto macht oder einfach halt vor einer Explosion steht und es sieht einfach super geil aus. Das ist ein cooles Bild, ja. Ja, ist ein cooles Bild. Also es hat sich gelohnt, dass die Stadt brennt. Macht weiter so. Weiter. Wer nicht weitermachen darf, ist Shakira. Was? Ja, denn die ist jetzt verurteilt worden wegen Steuerhinterziehung. Da gab es ja ganz große Steuerprozess in Spanien. Aber sie bekam nur Bewährungsstrafe und Geldstrafe in Höhe von 7,8 Millionen Euro. Ist viel Geld. Aber ich glaube, dass andere Personen dafür ins Gefängnis gekommen wären. Möglich. Für sie aber ist das halt auch nicht viel Geld wahrscheinlich. Wer weiß, wenn sie Steuern erziehen musste, vielleicht schon. Und ich finde, irgendwie 3 Jahre Haft auf Bewährung ist ein bisschen schwach. Also klar, ich mag sie als Sängerin so und ich finde sie jetzt nicht irgendwie schlimm. Aber ich finde es irgendwie kacke, dass halt Personen, die halt so in der Öffentlichkeit stehen wie Shakira, dass sie halt nicht mal ins Gefängnis gesperrt werden. Das ist echt richtig selten. Also da muss ich eine harte Gegenmeinung sagen, weil also ich finde immer noch Songs von ihr gut, ja. Ich auch. Aber seit sie in den Paradise Papers aufgetaucht ist, möchte ich ein sanftes Fotze in ihre Richtung sagen. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht sexistisch, ja. Das ist einfach, du sagst, sie hat es vielleicht nötig gehabt, dass sie nicht so Geld hat, aber ich glaube, es ist einfach, also das ist eigentlich meine Überzeugung, dass wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, noch mehr Geld zu bekommen, auch wenn du Geld schon aus jedem Loch deines Körpers rausscheißt, dann hast du die Versuchung als schwacher Mensch, ja, wie es alle sind, die viel Geld verdienen, irgendwann vielleicht, weiß ich nicht, aber und sie hat dieser Versuchung einfach nachgegeben oder wurde sehr schlecht beraten, aber hat letztendlich ja trotzdem bestimmt die Entscheidung getroffen. Ich weiß nicht, ob sie so einen shady Steuerberater hat, der sagt, da guck mal, wenn du hier dies und das machst, dann kannst du diesen und jenen Staat bescheißen. Ich weiß ja gar nicht, ob sie nur in Amerika jetzt irgendwie Steuern zahlt oder ob sie das auch noch in Kolumbien tut oder wie das abläuft, aber mir ist auch egal. Also hier war Spanien auf jeden Fall. Ja, aber also soweit ich weiß, jeder, der in irgendeiner Form, na gut, ich weiß gar nicht, ob sie mittlerweile US-Citizen ist, aber jeder, der amerikanischer Bürger ist, muss, auch wenn er im Ausland lebt, arbeitet, sonst was, muss amerikanische Steuer zahlen. Das ist richtig dumm. Und okay. Ich dachte, sie hätte die US-Staatsbürgerschaft, obwohl sie halt eigentlich gebürtige Kolumbianerin ist. Aber wie dem auch sei, Sau, dumme Sau. Ja, gehe ich mit. Ab ins Geff. I hate you all the time, everywhere. Shakira, ab ins Geff. Ja. Meine Meinung. Ja, auch ins Geff
kommen könnte, sind die Menschen, die entscheiden, die Dinnerpreise bestimmen. Nämlich werden wohl die Dinnerpreise steigen in nächster Zeit, nämlich erst recht, weil die Zutaten für Fleischspieße wohl teuer geworden sind und wird noch mehr steigen. Also wenn der vegetarisch dir noch mitsteigt, dann sieht Weimar bald aus wie Dublin. Ich sag's, wie es ist. Das ist ja jetzt schon extrem gestiegen. Und wenn du sagst, es steigt jetzt nochmal. Ich meine nicht, dass ich jetzt hier regelmäßig Döner kaufe oder so, aber das geht nicht. Also die Tagesschau schreibt, der wohl größte Dönerproduzent Europas, Biletat aus Moor, hält die aktuellen Dönerpreise für nach wie vor viel zu niedrig. Und eigentlich müsste der Döner 10 Euro kosten, sagt Kihan Kagermann der Zeitung, weil Spieße halt einfach viel Geld kosten und die Menschen aber offenbar nicht bereit sind, mehr Geld dafür zu zahlen, aber müssten sie eigentlich. Ja, dann müssen wir wohl einfach auf Fleisch verzichten. Ach echt, meinst du? Mhm. Das ist ganz schön extrem von dir. Ich meine, von mir aus können sie den auch auf 10 Euro machen mit Fleisch, ja. Aber wenn halt das heißt, das Fleisch ist teuer und der vegetarische Döner geht im Preis mit hoch, dann ist das halt wieder so eine Sache, da kriege ich so Puls, Alter. Aber nee, dann macht man halt auf 10 Euro und keiner kauft mehr, hoffentlich. Ja, ich glaube, das wird aber allgemein steigen. Also ich denke, es wird so eher so, also ich glaube als Amateur in der Wirtschaft, ich glaube, es wird so sein, dass wenn der Döner mit Fleisch steigt, wird auch der vegetarische Döner steigen. Einfach, wenn man es dann kann, wenn man eh die Preise erhöhen muss. Ich glaube, das wird auch der Rechtfertigen für die Gemüsedöner. Und ich meine, so Seitan-Döner und sowas, die kosten auch meistens auch 1 Euro mehr als Fleisch. Obwohl Fleisch ja schon richtig krass subventioniert wird vom Staat. Da, Tino, weißt du, Niederlande, neuer rechter Führer, Argentinien, neuer rechter Führer und der Döner wird teurer. Die Welt geht vor die Hunde. Aber wir haben es vorausgesagt in Argentinien. Ich habe da noch vor 1 oder 2 Wochen gesprochen über diesen Typen. Ich weiß gerade gar nicht. Metropolist Milei oder so. Javier Milei. Genau, denn der, ich habe beim letzten Mal noch keine Ahnung gehabt, dass er für ein Programm hat. Ich fand ihn nur witzig mit seiner komischen 70er-Jahre-Frisur und der Kettensäge, mit der er aufgetreten ist. Ja. Und er hat es echt gewonnen mit 56%. Hat er den Wirtschaftsminister Massa einholen können oder beholen können. Und hat ein sehr spannendes Programm. Und zwar 4 Punkte würde ich mal ganz kurz vortragen von ihm. Und zwar, der Mann möchte die Abtreibung verbieten. Mhm. Schon mal sehr sympathisch. Er hält den Klimawandel für eine sozialistische Lüge. Mhm. Drittens, er möchte den Waffenhandel freigeben. Ja, also mehr Waffen an alle. Ein vernünftiger Mensch, ne? Und er möchte den Organhandel freigeben. Ja, was das konkret bedeutet, keine Ahnung. Ob jetzt irgendwie auch jeder seine Leber verkaufen darf, weiß ich nicht. Aber doch, also da könnte ich mir neben Jahr noch was dazu verdienen. Das fände ich eigentlich auch ganz gut. Genau, und er wollte ja auch den Dollar als Zahlungsmittel einführen, als Hauptzahlungsmittel in Argentinien. Ja. Also es ist schon alles ganz schön krass, was da gerade passiert. Und ich hoffe, dass er nicht zu sehr das Land noch mehr ruiniert, das eh schon. Ich könnte meine Nase verkaufen. Das würde nur leider keinen wirklichen Ertrag bringen, glaube ich, weil die nichts wert ist. Aber um das mal für die geneigten Zuhörer besser zu umreißen, weil der hat natürlich jetzt nicht so die besten Ziele sich gesetzt. Aber der ist ja auch sehr witzig, denn der hat geklonte Hunde aus den Genen seines verstorbenen einen Hundes. Und diese Hunde sind seine engsten Berater. Und er sagt, er redet telepathisch mit denen. Wow. Ja. Und er möchte die ganzen Ministerien abschaffen. Da hat er so ein Video gemacht. Ja, Gesundheitsministerium, weg. Finanzministerium, weg. Alles weg. So, er macht das alles alleine. Also das ist Luke Miner, Demokrat. Und er hat sein alter Ego. Das ist der General ANCAP. Das steht für Anarcho-Kapitalist. Und da zieht er dann so ein Superheldenkostüm an und singt. Also ganz, ganz großartig. Das ist wirklich, als würde mir hier irgendwie Wiegald Boning oder so wählen und der hätte vor Amtsantritt nochmal ganz komische politische Ansichten geäußert. Also ich meine, so von seiner Art her, so, dass er irgendwie sich ein alter Ego anschafft und mit der Kinsäge auftritt, das ist schon witzig. Ne? Das würde ich mir mehr wünschen, dass halt wirklich die Politik ein bisschen ist wie so die Wrestling, ja? Dass sie sich Gimmicks drauf schaffen, dass sie irgendwie eine Rolle spielen und dann halt irgendwie Wahlkampf machen mit den coolen Rollen, der Undertaker und so und weiß ich nicht. Und ja, Hulk Hogan treten an, so viel da witziger. Da gehe ich absolut mit. Aber wenn das halt kombiniert ist mit so Schwachsinn, wie er redet telepathisch mit seinem Hund und das ist mein engster Berater,
Das ist halt irgendwie ein bisschen schwierig dann. Ja, ist auch nicht halt der von Bud Rummelow, oder? Hat er nicht auch einen Robin Hood, der eine Rubrik in der Zeitung hatte? Keine Ahnung. Hatte Bodo Ramelow, sein Hund hieß Attila, glaube ich. Ist aber nicht Hirkmann. Attila. Ah, was ist aus dem eigentlich geworden? Ach, der ist gestorben, der Hund. Ach, schade. Attila Hildmann nicht. Nee, der lebt noch, glaube ich. Ich google mal kurz, was der macht. Aber Attila, der Hund von Ramelow, hatte eine Zeit lang eine Rubrik in der Zeitung. Das fand ich ganz witzig. Wo steckt Attila Hildmann? Ist hier direkt eine empfohlene Frage. Laut Stern wohnt Hildmann seit Sommer diesen Jahres in Kartepe. Zuvor sei er seit Herbst 2021 in dem Küstenort Gümeck in der Provinz Balchskizinsen untergekommen. Also der hält sich bedeckt, so wie es aussieht. Ja, gut. Ich würde gerne wissen, ob er es bereut inzwischen, wie er sich verhalten hat. Weil er hat auch die ganz große Hygienediktatur vorausgesagt, ne, dass die chinesische Verhältnisse haben werden und werden alle eingesperrt für immer und so, werden alle zwangsgeimpft und sterben. Und Merkel wäre der neue Hitler und so, ist ja alles nicht eingetreten. Also ich wüsste gerne, wie er jetzt, was er sich so denkt, bevor er schlafen geht. Ja, aber ich finde, der sollte mal wieder zurückkommen. Attila, Attila, hilf uns, der Döner wird teuer. Jawohl! Mach mal vegane Alternative. Ja, also als Koch kann man schon sagen, kann man ihn ja wieder einstellen. Wenn er seine Fresse hält, der noch kocht und so, wäre das schon cool. Einnahmen, oh Alter, was ist denn das hier? Das sind schon wieder solche Cancer-Pop-Ups, ey. Einnahmen aus Attila Hildmanns Kochbüchern werden gepfändet. Ui. Aha, na gut. Das wollte ich nur, es gibt von dir nicht, außer ja, das du mal vorgelesen hast. Ich wollte nur mal nachgucken, was eigentlich aus dem geworden ist. Weil er ist einsam bestimmt. Weißt du, was aus dem Papst geworden ist? Eine absolute Katastrophe. Ach. Der Papst hatte nämlich die Überschrift der Woche. Und zwar, Papst trifft sich zum Dinner mit Transfrauen. Ach toll. Scheiße. Nee, Alter, wie tief ist, also wirklich, wow. Bitte, sind Transfrauen gesunken? Ja, nee, also auf der einen Seite wissen wir natürlich alles, ist cool, ja, schön, dass es in die Richtung geht hier bei der Kirche, ganz toll. Auf der anderen Seite, warum ist das eine Meldung? Das ist so absurd irgendwie. Da treffen sich Leute zum Essen, okay, cool. Aber ist natürlich unterm Strich schön, ja. Ja, doch, ist es schon interessant, dass der Papst sich mit der Q-Community auseinandersetzt und... Ja, natürlich, aber das sollte eigentlich kein Thema mehr sein, das meinte ich halt. Mir sollte nicht, aber es ist ja ein Thema, weil es halt aber nicht macht, weil es sich ja auch schon durchaus homophob geäußert hat, ne? Das darf er nicht vergessen. Und es ist auch halt nicht so, dass er auf einer Demo war und ein Schild hochgehalten hat. Nein, er hat halt einfach mit Leuten gegessen. Er hat schön Spaghetti Carbonara gegessen. Der ist doch geisteskrank, Alter. Der hatte sein weißes Outfit an und isst Spaghetti. Ja, aber was ist das? Carbonara ist ja nicht rot, das ist ja auch so weiß, ne? Also wenn er sich da bekleckert, dann ist es auf weißer Kutte nicht so gut zu erkennen. Na gut. Spaghetti Bolognese hingegen ist ja ein Skandal. Ja, das ist ja auch wieder mit Fleisch. Und das ist ja schlecht. Das stimmt, auch für Transpersonen. Ich wollte nur, wir fahren heute die veganen Propaganda. Ich hoffe, da freust du dich drüber. Also sowieso. Hasse ich es nur, dass der Döner teurer werden soll. Aber das ist auch wieder eine Nachricht, die von dir kommt, auf die wir uns hier stützen, Tino. So wie letzte Woche, dass dieser ACDC-Typ tot ist, der ja, schon seit irgendwie 5 Jahren tot ist. Ich war ja auf dem Weg zu dir, aber auf Facebook geschaut, und oh, die ACDC-Gruppe halt gepostet, rest in peace, Malcolm Young. Ich dachte, oh, fuck, der muss wohl gestorben sein. Oh, er hat es völlig verbummelt, dass er so lange tot ist. Aber so tut sich, bin ich auch nicht drin in der ACDC-Gefolgschaft. Ja, ich halt auch nicht, weil Stardom generell ist mir ein bisschen fernab. Und wenn ich Mucke hören will, dann höre ich halt die Mucke und denke dann nicht, oh, guck mal, der und der und die sind so geil. Und der Gitarrist, Alter, der macht immer so einen lustigen Tanzmove. Das ist mir halt alles egal. Deswegen wusste ich das ja auch nicht, dass der schon ewig tot ist. Ja, jetzt haben wir seinen Nachruf aber wiederholt, ist auch ganz okay. Hat er verdient. Also bei uns bekommen selten Menschen zweimal einen Todesmeldung im Podcast. Das stimmt. Sehr witzig, hätten wir wirklich den schon mal gedingst, aber ich glaube nicht. Also, ich weiß nicht. Also weil wir in der Zeit, als wir den Podcast gemacht haben, ist er ja gestorben. Also es kann sein, dass wir den mal erwähnt haben. Ich werde jetzt mal ein Zeichen setzen und mit den verbliebenen Mitgliedern von ACDC ein Dinner machen, ein bisschen Spaghetti essen. Aber Bolognese bitte nicht, Carbonara. No.
Du hast ganz kurz auch vorhin die Wahlen in den Niederlanden angesprochen. Ja, noch mehr dumme Leute. Soll ich noch ganz kurz beenden wollen, das Thema, nämlich... Können wir die Niederlande beenden? Ich meine, die beenden sich jetzt eh selbst, weil das ist das tiefste Land in ganz Europa und die wählen jemanden, der sagt, Klimawandel ist zu teuer und gibt's gar nicht. Das ist ja nicht die Einzigen, aber was es für mich so spannend macht, ist ja, dass dieser Gerd Peters, der diese Partei PVV gegründet hat, das ist noch mal was ganz, ganz Eigenes. Beide nämlich, es ist eine Ein-Mann-Partei. Der ist ja alleine drin. Er hat eine eigene Partei gegründet und trat damit zur Bundeswahl an. Klar hat man Abgeordnete irgendwie, die mit ihm einziehen. Aber auch die werden nicht gewählt. Also schon den Jamai, aber die werden nicht aufgestellt vor, sondern die können das ernennen einfach. Das heißt, man kann ihm Geld spenden und unterstützen. Dafür kommst du auf seine Wahlliste und kannst dann halt gewählt werden vom Volk. So ist es auch passiert. Und hat aus dem Grund eine Ein-Mann-Partei aus Angst abgewählt zu werden. Ist das nicht wahnsinnig demokratisch? Ja, nicht, dass Frau Wagenknecht hier jetzt auf Ideen kommt. Das kann ja sein. Also das bist ja nicht weit hergeholt davon. No. Nee, find ich gut. Also wer Geld bezahlt, sollte auch großen Bonus davon haben. Und auch von den nochmal 4 Punkte, die sich ein bisschen überschneiden mit dem Kettensägenmann aus Argentinien. Auch er will das Klimaschutzziel abschaffen. Er möchte Grenzen für ArbeitsmigrantInnen und Geflüchtete schließen. Dann möchte er den Exit durchführen. Der Exit, Alter. Der Exit, also Austritt aus der EU. Wie gestern, wenn es in Holland heißen würde, da hieß es ja Hoxit oder so, oder Hexit. Ist fast witziger. Und ja. Er möchte Moscheen in den Koran verbieten. Also ein lupenreller Demokrat. Ja, sehr geil. Weil wenn sie einfach auf den Klimawandel verbieten, dann hat sich das Problem ja gelöst. Tja, wenn das einfach wäre. Ich glaube, der ist da eine heiße Sache auf der Spur. Dinge einfach verbieten ist gut. Ich denke auch. Ja, wir sind gespannt, was unsere Nachbarn da machen. Wir werden jetzt stillen Protest machen. Also ich gehe jetzt nicht mehr zum Kiffen nach Amsterdam. Das hat er jetzt davon. Selber schuld. Passi. Wo wir gerade vom Klimawandel geredet haben. Ich bin, hier gerade in der Lage, ein kleines Jubiläum auszurufen. Wir klatschen alle mal. Denn wir haben es geschafft, diese Woche 2 Tage über 2 Grad plus zu sein. Sau geil. Da reden nice. Wir natürlich nicht von der Durchschnittstemperatur, noch nicht, sondern von einer Tagesdurchschnittstemperatur sozusagen. Mhm. Und 1,5 Grad, also es, ne, für irgendjemand, der das vielleicht nicht weiß, es geht um den Durchschnittswert der Temperatur seit der industriellen Revolution von damals, also so ungefähr von 1850 angerechnet. Im Vergleich zu heute sind wir jetzt schon fast bei 1,5 Grad drüber, durchschnittlich, aber es gibt natürlich trotzdem auch einen Tageswert. Und dieser Tageswert von 1,5, der wurde das erste Mal 2015 überschritten. Und der Durchschnitt ist jetzt so fast erreicht bei 1,5. Das heißt, wenn wir das jetzt hochrechnen, wenn wir jetzt 2023 den Wert von 2 Grad überschritten haben, dann müsste das quasi dann nochmal 8 Jahre hin sein, dass wir 2 Grad im Durchschnitt erreicht haben, wenn es denn nicht ein sich verschnellerndes Event wäre, vielleicht sogar eine exponentiell steigende Kurve. Und das heißt, es wird sehr gemütlich die nächsten Jahre. Besonders im Winter. Ja, das ist doch gar nicht schlecht, jetzt, wo ich jetzt in meinem Wohnzimmer friere. Finde ich das gar nicht so verkehrt, ehrlich gesagt. Ja. Also ich habe hier nach wie vor meine No-Heizungs-Policy. Und komme damit gut zu Rande. Und ja, also wir hatten jetzt auch, unsere Jahresabrechnung bekommen für das letzte Jahr quasi von Öl und so weiter, von Heizung und so weiter und Wasser. Und wir sind echt unter dem Durchschnitt. Also wir haben sogar tatsächlich ein Guthaben. Wir müssen also nichts nachzahlen. Obwohl wir schön, das ist geil, wie du das sagst. Ich habe immer Guthaben. Also ich nicht immer. Tatsächlich Guthaben, Alter. Aber ja, nee, freut mich für dich. Wir mussten, oder ich auch, weil ich so alleine gewohnt hatte, und auch in WGs mussten wir immer so ein bisschen nachzahlen. Es war nie wirklich viel. Aber es ist immer so, was nicht, zum Beispiel stilliger Bereich war es schon immer, das war, was man nachzahlen musste, einmal auf dreistellig, vor 2 Jahren. Und jetzt war es irgendwie trotz, dass wir öfter in der Badewanne waren und auch mal geheizt haben, war ich überrascht davon, dass wir so wenig jetzt verkocht haben. Also ich bin auch zufrieden und will das auch halten nächstes Jahr. Mhm.
Dann heide das mal. Herzlichen Glückwunsch. Tino, wir beide, wir schaffen das, die 2 Grad noch abzuwenden. Da bin ich mir sicher. Ich denke auch. Schön. Wollen wir doch mal über positive Sachen reden. Es gibt eine RTMS-Therapie. Hast du davon schon mal was gehört? RTMS? Weil das ist eine repetitive transkraniale Magnetstimulation. Ja. Und da gibt es gerade erste Experimente und ich muss sagen, für mich klingt das echt krass. So ein bisschen, also ich als Laie, ja. Ich finde, das klingt krass nach so Schwurbelscheiß. Aber es ist schon legit. Ja, also... Es ist eine... Also du kriegst ein Magnetfeld auf dein Gehirn draufgesetzt. Ja. Und das hat geholfen bei Depressionen. Ja, das kann irgendwie... irgendwie die Relativitäten ausbalancieren, habe ich gerade hier gelesen. Eine Art, also Skills-Neuro-Feedback, finde ich gar nicht so schlecht, also... Ich finde, das, da ist nichts schlecht dran, aber ich finde, das klingt erstmal ganz seltsam. So, naja, weißt du, die Frage... Mir geht's so schlecht, mir geht's so schlecht. Oh, hier ein Magnet, den halt mal auf die Stirn. Ja, cool. Aber es ist ja schön, wenn es funktioniert. Es gibt jetzt halt erste erfolgreiche Tests. Und da kam die Woche nochmal so eine große Auswertung raus. Und vielleicht ist das ja so das Ding, dass wir in Zukunft einfach alle paar Tage nicht den spirituell aufgeladenen Amnetisten, sondern so ein Magnetfeld auf unsere Stirn auftragen und dann gehen wir alle glücklich durch die Welt und überlegt mal, vielleicht können wir so das Gaza-Problem lösen und Ukraine-Krieg, wenn einfach alle glücklich sind und nicht mehr so einen Frust in sich haben, Leute abzuschießen, einfach Magneten auf den Kopf legen. Man darf ja nicht die Gefahr vergessen, ne? Dass man ja nicht die Ursachen bekämpft. Das ist ja so, dass man so im Gehirn am meisten manipuliert, dass man sich irgendwie nicht depressiv fühlt und sich besser fühlt. Aber oftmals kommen ja auch so Burnout-Depressionsgeschichten ja von Überarbeitung und von Stress und so. Und ich weiß es auch nicht, was es auch sicher ist. Moment, aber es wird. Moment, ich bin ja nicht der 100% beste Experte für, aber ist nicht Depression schon auch. Also der Grund dafür eine gewisse chemische, also im Gehirn eine chemische Ungereimtheit oder eine Unbalance. Und also ist bei Moment, das ist ein sensibles Thema, ich würde das jetzt nicht falsch sagen, ja. Aber Depression ist ja nicht, ich bin traurig oder so. Nee. Sondern Depression ist ja meiner Meinung nach schon eine Krankheit, die in einer gewissen physischen Welt zu Hause ist, weißt du? Ja. Und nicht einfach so ein emotionales Ding. Und deswegen glaube ich schon, dass es halt als Therapie mehr ist, als einfach nur mal kurz das wieder gut machen. Und das kommt dann aber wieder, weil du die Ursache nicht bekämpft hast. Das klingt für mich schon wie was dauerhaft vielleicht lösbar ist so. Wer weiß es. Ich habe mich noch nicht belesen zu dieser komischen Magnettherapie, aber ich meine halt nur, dass die Depressionen, dass eine Mischung sind aus Veranlagung, aber eben auch, wie gesagt, äußere Einflüsse, dem Seiten, also die vielleicht schlecht sind, Verluste und so weiter. Das weiß ich halt nicht, wenn man das irgendwelche Magneten hat, die einem sich besser fühlen lassen, dass man dann vielleicht auch außer Acht lässt, dass es ja auch Ursachen gibt, wie halt irgendwie Überarbeitung und Stress, dass man das ja trotzdem minimieren sollte. Also die Lösung wird jetzt nicht sein, dass wir jetzt irgendwie 8 Tage am Stück gearbeitet habe, 10 Stunden lang, 7 Uhr Magneten am Kopf weiter, dass wir trotzdem auch mit Pausen gönne und durchaus Therapie mache. Das ist ja okay. Da hatten wir neulich erst was im Stream, was nämlich in diese Richtung geht, nur halt ganz anders ist. Es war irgendwie, was war denn das? Ich weiß gar nicht mehr, wie das aussah, Alter. Das war irgendwie so ein Ding an einem Stab, was irgendwie so eine Art Stern war oder so. Und es war kompletter Bullshit. Und da stand auch drin, was das alles machen kann. Der Johannesstab oder irgend so was ganz Dummes, Alter. Oh, das war richtig finster. Aber das ist was durch den Placebo-Effekt vielleicht funktioniert. Ja, ja. Und es kostet halt irgendwie 5.000 Euro so ein Stab. Aber es heilt halt alles Mögliche. Das darfst du nicht unterschätzen. Na klar, kann Placebo-Effekt viel bringen und so. Das ist ja alles erwiesen. Aber wenn die anfangen zu behaupten, dass irgendwie so ein geiles Stapel, den du da einführst, ist ja irgendwie dein Krebs besiegt, da würde ich aufpassen. Aber es kann durchaus sein, dass es wie so ein Glücksbringer funktioniert und so und du sagst, ey, ja, wenn du das... Ja. Dagegen habe ich halt auch nichts, aber wenn da nicht hinter einer Person stehen würde, die massiv Geld verdient mit leichtgläubigen Menschen, ja. Das ist halt der Punkt so.
Genau, liebe Leute, nicht aus euch hier, ich rate an Hörenden, hört den Podcast von Brennpunkt-Internet, ja, der heilt wirklich alle Depressionen. Das stimmt. Seit ich Brennpunkt-Internet höre, möchte ich mir die Ohren rausstechen. Das ist, so toll. Ein neues Lebensgefühl. Wisst ihr nicht schon, dass der Rasse, was sie sich eingefallen hat? Ja, ich bin, ich bin gespoilert worden aus Versehen. Ich habe mir so ein Video angeschaut. Also, Vincent geschickt, da geht's darum, dass sich ein Typ aufregt über Wokeness im Videospielen und so. Dass einem ja so aufgezwungen wird, dass sie auf einmal jetzt hohe Männer besiegen können und so. Und da wurde auch Last of Us 2, also das Spiel auch angeschnitten und die Story erzählt. Es bin ich quasi gespoilert worden, was da passiert. Und ich bin sehr schockiert, aber bin auch sehr gespannt, wie sie es in der Serie umsetzen. Ich bin sehr gespannt, wie das Feedback sein wird, weil ich glaube, dass Leute bei gezeigtem, also so einer Serie oder Film, anders reagieren als bei einem Spiel, wo du gezwungen bist, Dinge zu tun, die du vielleicht gar nicht so geil findest oder so. Und da bin ich sehr gespannt, ob es da quasi auch so ein Backlash gibt oder ob das medienkompetente Fußvolk, welches nur schaut, statt zu spielen, vielleicht ein bisschen entspannter ist, was das alles angeht, was da vielleicht Kontroverses passiert. Aber ich fand das zweite Spiel auch sehr gut. Ich finde es sogar besser als das erste. Ja, ich glaube schon, dass es die Menschen schockieren wird, gerade die Menschen, die nur die Serie geschaut haben. Und vielleicht diese edgy Stories auch wie das Spiel nicht gewohnt sind. Also ich glaube, das wird schon hart werden für den einen oder anderen. Aber ich bin da auch relativ schmerzlos und immer sehr gespannt, was passiert und wie es vor allem umgesetzt wird. Und ob sie nicht doch die Serie ein bisschen verharmlosen, ein bisschen am Abwandeln werden, wer weiß. Aber ich freue mich drauf. Ich freue mich auch und ich freue mich halt auch immer hinterher dann, also auch wenn ich einen Film irgendwie neu geguckt habe, gucke ich dann immer so in die Threads rein, wo das besprochen wird so und gucke, wie die Leute reagieren. Das liebe ich. Das ist für mich Teil der Erfahrung. Ja. Bei The Last of Us 2 war das wahrscheinlich ganz besonders wichtig für mich. Ich hab Glück auf. Das ist okay. Aber auch Stranger Things wird jetzt weiter gedreht und so. Also heute wurde es wieder voll im Gange. Wir dürfen uns auf viele tolle neue Serien freuen. Ja. Und neue Staffeln freuen. Yippie. Ja, also ich habe hier noch so eine Rede, die diese Woche viral gegangen ist. Ob sie von dieser Woche war, das weiß ich leider nicht. Das ist der Governor von Illinois gewesen. Er hat eine Rede gehalten und hat also vor so Abschlussleuten, so Schul, College, bla. Und hat gesagt, das war für mich so ein bisschen, als ich das gehört habe, war das so ein No-Brainer. Aber ich hatte das noch nie so auf dem Schirm. Er hat nämlich gesagt, man soll schauen, wer die Idioten sind, woran erkennt man die Idioten. Und dann sagt er, look for cruelty, also für grausame Leute. Und er begründet das dann so, dass quasi Empathie eine Weiterbildung des Monkey Brains ist, weil dein Ursprungs-Monkey Brain sagt halt, alles, was irgendwie anders ist, ist gefährlich und das muss erstmal schlecht sein oder ich muss mich davon fernhalten. Aber wir sind ja in einer halbwegs zivilisierten Gesellschaft, wenn wir jetzt die ganzen Kriege, die gerade sind, ausklammert. Und da ist es eigentlich der intelligente Weg, sich weiterzuentwickeln und eben nicht alles, was fremd ist, direkt zu verteufeln. Das heißt, Leute, die irgendwie grausam sind nicht über diesen Monkey-Brain-Status hinausgewachsen. Und das fand ich irgendwie so eine nette Also ich würde jetzt nicht mitgehen mit ihm und sagen, dass die nettesten Leute immer die smartesten sind, weiß ich nicht. Aber dass Leute, die irgendwie cruel sind, wie er sagt, dass die nicht die cleversten sind, das stimmt schon, glaube ich. Also auch weiß ich nicht. So Psychopathen da, dass da irgendwas schief läuft, ist irgendwie Mörder und so, aber ich glaube schon, dass da was dran ist. Ich kann mir vorstellen, dass das alles ein bisschen komplexer ist. Also es gibt ja auch, man sagt ja auch so, es gibt ja mal die kognitive Intelligenz und die emotionale Intelligenz. Und ich habe auch schon Menschen kennengelernt, die waren herzensgut und richtig lieb und so und nett. Aber fangen auf einmal an, dann irgendwie zu schwurbeln und rassistische Scheiße fandest zu geben und so weiter. Ja, ich würde und auch fremdfertig zu sein. Als dumm bezeichnen. Also ich glaube eher, dass keiner von uns ist gefeit vor Propaganda. Und nur weil du schwurbelst, heißt es nicht automatisch, dass du dumm bist, sondern dass du halt irgendwo schief abgebogen bist und dann nicht in einer Bubble bedingst. Natürlich fehlt da vielleicht auch ein bisschen kritisches Hinterfragen, aber ich würde nicht sagen, dass die automatisch alle dumm sind. Würde ich auch nicht sagen. Ich würde sagen, es beiden sind dumm, aber sie sind nicht dumm.
Ja, Tolli. Gut. Ja, mal Thanksgiving war noch diese Woche und Black Friday, das ist auch ganz toll. Und da haben wir nochmal eine News, die ich glaube letztes Jahr ja auch schon reingemacht habe. So eine Großmutter aus Arizona, die so einen Stranger aus Versehen getextet hat. Ich glaube, das hatte ich letztes Jahr schon gesagt. Die haben jetzt das 8. Thanksgiving zusammen gefeiert. Also so eine Oma hat halt irgendjemandem getextet, sagt, ja, hey, ha, ha, ha. Und der meinte, was, ich bin das nicht, ich bin falsch. Dann haben die sich aber trotzdem irgendwie angefreundet und treffen sich jetzt jedes Jahr zu Thanksgiving. Das ist doch toll. Aber für mich ist Black Friday echt nur so ein Tag, wo es den Online-Händlern erlaubt ist, offensichtlich, einfach gefakte Ex-Preise aufzuschreiben. Das ist mir richtig gerade aufgefallen. Ich hatte in meinem Warenkorb bei, ich glaube, es war Amazon, hatte ich einen Laptop drin. Und der hat immer so irgendwie 600 Euro gekostet ungefähr. Und war jetzt immer noch beim selben Preis quasi, am Black Friday. Aber wirklich gestrichen war bloß mit 1000. Wo ich dachte, hä? Das war nicht so teuer. Hätte ich das Fancy in meinen Waffenwissen draufgepackt. Das ist schon sehr auffällig. Dass sie halt auf mal die Preise kurz vor Black Friday richtig erhöhen und dann sagen zu können, ach, jetzt haben wir wieder den Preis ganz krass gesenkt. Obwohl der Artikel immer so günstig war. Schweine. Ja. Also ich muss sagen, ich habe hier ein Angebot gesehen, eine PlayStation 5 für 419 Euro. Und da dachte ich, das wäre vielleicht gar nicht so ungeil. Und ich weiß nicht, früher oder später brauche ich vielleicht noch eine, weil spätestens, wenn Dragon's Dogma Stock mal auskommt, werde ich wahrscheinlich eine PlayStation 5 oder irgend sowas in die Richtung brauchen. Ja. Aber dann muss ich mir die halt von FCM auslegen. Ich habe keine Ahnung. Oder GTA 6? Ja, GTA 6 dauert halt noch ein bisschen, aber also ich denke mal, wenn GTA 6 rauskommt, wird die Konsole auch wieder ein bisschen billiger sein. Aber ich weiß es nicht, ey. Ich habe ja auch GTA 6? Nee, aber kann gut sein, dass wir zum nächsten Brennpunkt den Trailer besprechen können. Ah, sweet. Der kommt vielleicht am 1.12. raus und am 2. Nehmen wir den nächsten auf. Also ist nicht ganz klar, aber auf jeden Fall werden wir im Dezember noch den Trailer sehen. Da freue ich mich drauf. Aber ist es schon klar, dass es GTA 6 ist? Oder ist es immer noch so nebulös? Du bist da so voller Zweifel, Tino. Natürlich ist das GTA 6. Da führt kein Weg dran vorbei. Es gab da auch die Leaks und so, und das waren uralte Spielszenen und zwar trotzdem schon relativ final. Doch, doch. Hm. Okay, ich bin gespannt. Ich freue mich ja auch. Ich bin auch ein GTA-Fan. Ich hab's zwar gerade nie, also jetzt mir aussehen von meinem Bruder leider schon länger mal, aber in Kürze bin ich ein bisschen GTA-Zocken mal wieder. Das ist schon was Tolliges. Wobei ich sagen muss, GTA San Andreas ist mit Abstand das Geilste. Ich habe jetzt noch mal lange drüber nachgedacht. Ja, ich GTA 5 habe auch viel gespielt. Mhm. Aber das Map-Design von GTA 5, das mag ich nicht so, weil du gehst quasi aus der Stadt raus, machst ein Bild und gehst wieder rein. Es fühlt sich nicht so organisch an, wie das wie die Map bei GTA San Andreas, wo du drei große Städte hast und das Umland ist in der Mitte der Map. Sodass du immer das Gefühl hast, du benutzt das Umland wirklich, um irgendwo hinzukommen. Bei GTA 5 ist das Umland aber nur so ein Hinterhof quasi. Ja, das fand ich auch sehr schade, dass denn die Map doch so anders war, obwohl es ja die gleiche Stadt ist, ne, oder die gleiche Insel ist. Ja. Aber die war so krass geändert, auch Mount Juliet, dieser große Berg war woanders und so. Das hat mir nicht so gefallen. Also ich fand die Stadt trotzdem cool, irgendwie als eigene Stadt, aber ich war dann doch ein bisschen enttäuscht, dass es halt nicht San Andreas war, nur halt in besser Auflösung und cooler gemacht. Ja, es ist wahrscheinlich aus heutiger Sicht sehr, sehr, sehr hart, so ein San Andreas in moderner Grafik und modernem Detailreichtum zu machen. Ich wünschte mir nur, dass, wenn jetzt GTA 6 rauskommt, dass zumindest eine halb große zweite Stadt auf der anderen Seite der Map ist oder so. Es wird schon so sein, man kennt ja das Layout von Vice City. Das wird auf jeden Fall so sein und dann geht es quasi auf der linken Seite, wenn man die Karte betrachtet, noch ins Umland. Das ist schon mehr oder weniger alles klar. Aber was genau auf der anderen Seite des Umlands ist, weiß man nicht. Aber ich hoffe, dass da irgendeine Form von ein bisschen größere Stadt ist und nicht so ein kleines Dorf, sondern dass du wirklich das Gefühl hast, okay, ich benutze wirklich das Umland, um irgendwo hinzukommen. Das macht für mich so einen krassen Unterschied. Mhm. Dass das halt nicht so, du gehst da hinten in den Sandkasten spielen, gehst dann wieder zurück in die Stadt, sondern es ist wirklich meaningful, sag ich mal.
Naja, ja, meine also ich mag besser dann der dort die ganzen Dörfer irgendwie und so. Ja, naja, auf jeden Fall. Ja. Aber du gehst ja von einer Stadt in die andere durch die Dörfer durch. Du gehst nicht aus der Stadt raus, um jetzt speziell in ein Dorf zu fahren, so. Also auch mal, aber ne, so im Großen und Ganzen. Und das war so ja, das ein geniales schon. Layout. Mal sehen. Ich bin auf jeden Fall gehypt, aber es gibt überhaupt keine neuen News für die Theater zu reden darüber. So toll ist das. Dann nächste Woche mehr davon. Ja. Hast und du GTA 6. Was richtig krasses jetzt? Nur, dass unsere Bundesregierung mal auseinanderfallen könnte, nämlich die FDP macht wohl jetzt eine Mitgliederbefragung, ob die FDP in der Ampel bleiben soll. Das ist nochmal ein großes Donnerwetter. Das ist witzig, weil wenn der losgeht, ist es ja keine Ampel mehr. Ja, es ist nur noch, Rot-Grün-Schwäche, keine Ahnung, wie man es dann nennen kann. Kreis wahrscheinlich dann immer Rot-Grün, oder? Das ist ein spezieller Name, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, nee, Parteifarben selten. Rot-Geil. Es gab schon eine ganz große News, dass der Haushalt nicht genehmigt wurde, weil er verfassungswidrig ist. Die wollten wohl irgendwelche Corona-Hilfen und Umweltgelder zusammenwerfen. Ich habe es nicht ganz jetzt durchschaut, aber ich habe mich damit nicht so krass befasst. Jedenfalls fehlen jetzt 60 Milliarden unser Haushalt und es muss erstmal wieder zurückgebracht werden. Und es wird überlegt, ob man zuerst sparen kann. Da sind sich halt die Parteien alle nicht einig. Und natürlich will man wieder zuerst. Wir wollen zuerst wieder in Sozialen sparen und so, Sozialleistungen kürzen, so ein Scheiß. Also etwa bei der Bundeswehr zu sparen, die ja echt mehr als genug haben. Stattdessen mal irgendwie eine Reichensteuer einführen oder sowas. Nee, auf die Idee kommen die gar nicht. Naja. Bist du mal auf die Idee gekommen, unseren Podcast von letzter Woche nochmal anzugucken? Nee, aber ich hab die Kommentare gesehen. Der hat halt fast 2000 Aufrufe. Was? Ja. Ach nee, das hab ich gar nicht gesehen. Also zum einen sind die Leute mit dem Reddit-Dings da und zum anderen wurde irgendwie reichlich über dieses ganze Gaza-Ding diskutiert und ich finde halt einfach die Kommentare, die sind so dumme Tags. Da hat sich jemand dran gestoßen. Das muss ich kurz hervorheben, weil das ist so albern. Da hat sich jemand dran gestoßen, dass du gesagt hast, man soll die Flüchtlinge, die hierher kommen, nicht unter Generalverdacht stellen. Gott. Gleichzeitig hast du, oder wir beide, gesagt, dass die CDU wohl eher allgemein eher rechts einzuordnen wäre. Und das ist für mich ein so dämlicher Vergleich, weil man geht ja in eine Partei rein, weil man eine gewisse Überzeugung hat, eine gewisse Moralvorstellung oder irgendwelche Ansichten, die sich da halt einen. Aber die Flüchtlinge, die hier aus, keine Ahnung, 10 verschiedenen Ländern herkommen, die alle komplett unterschiedlich sind. Das ist doch gar nicht das Gleiche, also nicht ansatzweise. Ja, das kann ich genauso unterschreiben, das finde ich auch total dumm. Ich finde es ja toll, dass wir so Feedback kriegen, auch so ein bisschen Kontra und so und Kritik, ist das ja alles richtig toll. Aber mal so ein bisschen nachdenken, liebe Leute, wäre schon interessant. Und gerade, weil ja die CDU ist ja politikwissenschaftlich schon eher rechts angesiedelt und nicht jetzt wirklich links. Klar ist mit Merkel ein bisschen sozialer geworden, ein bisschen linker geworden, aber auf dem Parteienspektrum, wenn man sie anordnet, ist die jetzt doch eigentlich eher rechts zu verordnen. Es ist einfach so, da muss man nicht überstehen, ist auch also keine persönliche Wertung, es ist einfach nur eine Einordnung, die man machen kann aufgrund ihres Programms und gerade durch Merz. Ich will damit nicht sagen, dass die CDU jetzt rechtsradikal oder irgendwelche Nazis sind, nein. Ja, wir sind halt eher rechtsgerichtet. Nein, aber es ist ganz einfach so, wenn du dir überlegst, welche Parteien sind quasi links von der CDU? Sind diese Parteien links? Eher nicht. Nee, nicht deswegen, automatisch, nee. Deswegen muss eigentlich, aber ich habe auch gesagt, diese links-rechts einordnen ist gar nicht mehr so einfach. Das reicht aber auch nicht, nein, natürlich nicht. Es ist viel komplexer. Man kann trotzdem sagen, dass Parteien durchaus auf linke und rechte Themen bedienen können. Manche Parteien bedienen eben eher rechte, manche eher linke Themen und so. Das kann man schon so ein bisschen einordnen. Aber nicht, ja. Es reicht nicht aus. Lass uns das hier den großen Politik-Podcast meinen, haben wir schon genug. Ja, das stimmt. Larifei, aber ich meine, gut, wenn Politik so ist, da ist ein Typ mit einer Kettensäge und der redet mit seinem Hund, dann ist er natürlich witzig. Ja, dann auch diese ganzen Nahostkonflikt-Kommentare und so, da kann man jetzt so tief einsteigen in das ganze Thema. Es ist einfach schwierig und ich könnte einfach so viel antworten, aber so viele Gedanken dazu. Aber das Förderwort kommt in den besten Hörerwunsch. Dann ja, machen wir da noch mal jetzt schon wieder einen in der Pipeline, also müssen wir die Tage aufnehmen. Tino ist ja wieder so ein bisschen kränklich. Es ist, wie es ist. Ja.
Ich würde auch sagen, wir kommen jetzt mal zur Woche der Bärte und zu den Songs für die Playlist, damit wir unter einer Stunde bleiben, weil sonst muss er ja noch mal einmal teilen. Alles getan, bestimmt. Ja. Gut mitgedacht. Gut, wir geben der Woche nicht so viel, würde ich sagen. Ich überfliege das noch mal kurz. Na, ich auch. Ich meine, Dublin Brand, das ist schon mal geil, weil die scheiß Irländer, keine Ahnung, was die eigentlich den ganzen Tag machen, außer saufen, den kann man ruhig mal ein bisschen Feuer in den Arsch machen. Ja, Shakiras Geldstrafe ist auch okay. Ja, Shakira, komm, geh ins Bett. Aber Snoop Dogg's Aktion ist jetzt, wenn wir jetzt mal beim ursprünglichen Thema Brennpunkt-Internet bleiben, ja, hat er uns schon alle an der Nase rumgeführt, also die meisten von uns. Danke, dass du das nochmal korrigiert hast. Ja. Ja, ist ein Assi, Alter. Ich will mir einfach keinen Punkt gönnen, aber okay, von mir aus, ja, ist eine Sache. Und zwei Faschos sind jetzt an der Macht in Europa. Das ist schon. Ja, Moment, ja. Argentinien ist nicht ganz in Europa. Muss ganz kurz gucken, Argentinien, wo liegt denn das? Ach, das stimmt. Das ist Europa, Alter. Ich dachte, das ist was ganz anderes. Das ist doch ein anderes Land. Das ist spannend, aber wenn ich das dachte. Armenien? An den Griechenland dachte ich gerade. Scheiße. Griechenland? Was? Ja, ich hatte die Fahne vor Augen, weil die beide so blau-weiß sind. Ja, ich bin dumm. Ich bin krank, ich kann nicht richtig nachdenken. Ich schieb's da drauf. Okay. Jetzt ganz klar, ganz woanders. Don't cry from the Argentina und so. Madonna. Ja. Wenn die explodieren, sind die schön weit weg von uns. Gut. Ja. Ja, aber ich weiß nicht. Ich gebe trotzdem, glaube ich, nur so eine 5 oder so. Wollte ich auch gerade sagen. 5 ist gut. Fürs brennende Dublin, für der brennende Joint in Snoop Dogs Fresse, für das brennende Argentinien, das untergehende Niederlande und das 2 Grad überschritten haben von der ganzen Welt. Herzlichen Glückwunsch. Das ist okay. Ja. So, hast du einen Song für die Playlist? Muss ich kurz gucken, hast du denn schon einen? Ich hätte was, ja, unser guter Freund Dude L. Zack hat ein neues Album veröffentlicht. Er hatte erst dieses Jahr seine EP mit Space gemacht, die auch sehr abgespaced klingt. Jetzt kam gestern raus, also vorgestern, Gibrion Tribute, ein eher, wie kannst du denn bezeichnen? Andersrum, die EP, dieses Space, ist ein Rock-Album gewesen, jetzt ist es ein abgespacedes Album, ist ein bisschen elektronischer. Und durch mein Lieblingssong Berlin Fantasy in die Playlist, denn es ist echt gut geworden. Also ich bin echt begeistert von dem kleinen Album. Dude L. Zack mit Berlin Fantasy aus Hyperion Tribute. Kann man sich anhören. Alrighty, und von mir gibt es Ride on Frankenstein von A Death from Above 1979, falls du das auf die Schnelle findest. Ja, habe schon. Sehr gut. Spannend. Ja, die Band kenne ich. Ein absoluter Banger-Song, der, nicht ganz am Ende, aber an einem relativ finalen Punkt in Dead Island 2 läuft. Und der hat mich richtig abgeholt. Der geht richtig nach vorne, der Song. Hab gehofft, dass ich noch mehr von den Bangern finde bei denen, aber keiner kommt an diesen Song an. Ja, das geht mir so bei der Band, die Ocean Man gemacht hat. Ocean Man. Ist ein geiler Song, aber sonst klingen die Songs alle anders von denen, also ganz anders. Ocean Man, die Band heißt Ween. Und ich finde irgendwie, dass die anderen Songs so langweilig sind. Die gefallen irgendwie nicht. Und die haben auch nicht diese tiefe Stimme dann in den anderen Songs. Das ist echt so ein Ausreißer. Ja, nicht zu verwechseln mit dem Protagonisten oder dem Antagonisten bei Das Schweigen der Lämmer. Das ist nämlich der Lotion Man. Ah, Lotion Man, aufwitzig. Ja, Letterboxd. Guckt schon gleich wieder an, ist ganz toll. Gut, dann kommen wir zum Schluss, Tino. Ich würde sagen, wascht euch alle mal. Und schön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, das hat funktioniert mit den KI-Stimmen. Und das ging euch nicht zu sehr auf den Sack, weil ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht akustische Belastung ist auf Dauer. Who knows? Aber es ist ja nur ein einmaliges Experiment erstmal gewesen. Oder jetzt jede Woche. Mal gucken. Ja. Okay, cool. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Und bleibt gesund. Ja, tschüss.